Also ich stelle die Frage nochmal, die Finanzkrise, die sogenannte, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, wenn Sie das, was da passiert ist, nacherzählen können sollten, müsste in Form von einem Märchen, was würde in dem Märchen passieren, was für Figuren würden vorkommen, wie? Nein, ist auch schwierig zu sagen. Es gibt sicher ein Rotkäppchen, so ein naives Kind, wo die amerikanischen Bürger sind, die Loans aufnehmen, die sie nicht zahlen können. Aha. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwo ein Wolf, der das Rotkäppchen ausnimmt und ihm den Lohn antreibt, der das Rotkäppchen nicht wirklich zahlen kann. Ja. Und dann gibt es noch irgendjemanden, der die Wolf züchtet, beziehungsweise der den Wolf die Loans abnimmt und sie verbrieft. Und ja, der Wolfszüchter, der verkauft nachher die Briefe wieder an irgendwelche Schafe und Schafe an Pensionskassen. Von den Figuren würde ich sagen, es gibt sicher Leute, die sich mit Geld beschäftigen. Sehr intensiv mit Geld beschäftigen, den ganzen Tag. Die Schafe haben eben auf die Kuh gelassen, weil die Kuh wäre da die Ratingagentur. Die Kuh hat den Schaf gesagt, ja, hör mal, das kann eigentlich gar nicht passieren. Den Wolfszüchter kenne ich schon ewige Zeiten. Das, was immer passiert, ob die Märkte auf oder runter gehen, wir bieten ihnen ständig positive Returns. Oder? Ja, und die Schafe haben dem geglaubt, aber leider haben die Schafe eben... Die Kuh hat es nicht wirklich ausgekannt, nicht genau verstanden, was der Wolfszüchter eigentlich macht. Und die Schafe sind dann relativ auf das Gesicht gekommen mit diesen Anlagen. Der wichtigste Akteur wären wir vermutlich alle. In Form von welcher Figur? Ich weiß es nicht, von einer Herde vielleicht. Von einer Herde, ist gut. Wo man, also, und die Herde hat eine Dynamik, die nicht nur bestimmt wird von ein paar bösen schwarzen Schafen, die vorauslaufen, sondern die Herde selber macht Dynamik mit. Man hat jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass nach zwei, drei Tag oder irgendwie nach zwei, drei Wochen, ich bin da trainiert, eine Wiese leer gefressen ist. Und man hat sich die Illusion hingegeben, dass das eine ganz andere Wiese ist, wo das genau nicht eintrifft. Aha. Und entsprechend hat man sich natürlich auch nicht gemäßigt und hat nicht weitergeschaut, was könnte sie, wenn es halt doch so ist, wie es immer gesehen ist. Unser Perpetuum Mobile, das wir quasi verkauft haben, war einfach so, dass wir immer mehr Nachfrage hatten nach dem, weil in der Aussenwelt sonst nur alles, wie soll ich sagen, sehr negative Schlagzeilen gehabt. Es hat keine andere Möglichkeit gegeben, um Geld zu machen. Und dann hat man sich auf das Perpetuum Mobile gestürzt. Sie sind aus allen Königreichen gekommen. Sie sind aus allen Königreichen gekommen und haben gesagt, hey, eure Dienstleistung, euer Perpetuum, das ihr euch hier habt, das ist auch in schlechten Zeiten. Auch da kann man gleich immer noch etwas verdienen. Es hätte alle Augen gehabt, zum Auftun und zum Sehen. Aber es sind alle zu gern bereit, nur das Wort zu nehmen, was sie gern gesehen haben. Ist eine verzauberte Herde, die die Augen geschlossen hat? Nein, sie hat sich selber verzaubert. Das liegt, glaube ich, im Wesen von der Schöpfe, dass sie zu dem neigen. Es ist letztlich auch eine Überlebensstrategie. Es ist ja nicht nur schlecht. Also, wenn wir die Realitäten nur in der vollen Tragweite wahrnehmen würden, dann würden wir vermutlich verzweifeln. Es ist mit der Überlebensstrategie die Welt so zu sehen, wie wir sie uns wünschen. Weil in vielen Fällen langt es auch und meistens geht es gut, aber jemandem geht es leider schief. Und plötzlich merkt man, dass da keine reale Welt mehr Wert mehr dahinter ist. Und die Banken kommen in den Strudel. Die Staaten springen die. Das ist der Beschützer von allen. Der springt ein und jetzt haben wir einfach das Schlamassel, dass der gute Beschützer selber muss aufpassen, dass er über die Runde kommt. Die Moral von der Geschichte ist, dass es gibt keine Moral, es ist ja so. Es wird wieder einmal passieren. Ja, das Rockhappy muss halt jetzt mal anfangen, weniger auf den Wolf zu lassen und sich vielleicht mal überlegen, was sie sich wirklich leisten kann. Und die Frage ist, was jetzt Thoma macht. Oder Thoma ist ja im Moment vermutlich der Regulator, wo eigentlich, und da kommt die Schicht ziemlich nach an das Rotkäppchen her, weil eigentlich ist ja die regulatorischen Leute sind eigentlich die gleichen Leute, die in den Investmentbanken sitzen, gerade in den USA. Das ist ja ziemlich, wie soll ich sagen, durchlässig. Ja. Man hat ja die gleichen Leute, die zusammen in den Country Club gehen.
Und irgendwo durch ist das natürlich einfach der Wolf, der Kreide gefressen hat, der eigentlich sich als Doma ausgibt. Und Doma, ich weiß nicht, wo Doma ist, aber die gibt es glaube ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe, dass sich irgendwo durch den Kreis schließt. Und ja. Thank you.